Hey Leute, ich freue mich, dass ihr zu meinem allerneuesten Video gefunden habt. Heute gibt es ein herzliches Design für die Nägel. Ich habe ein Bild auf Instagram gepostet vor ein paar Tagen und zwar mit diesem Marble-Design. Und da wurde ich eben gefragt, ob ich dazu nicht mal ein Video machen könnte, weil das eben sehr interessant aussah. Und ja, hier gibt es das Video. Ich habe eine andere Farbe genommen als auf dem Bild dann. Im Video erkläre ich wieder ein bisschen, was ich mache. Es geht wirklich nur um dieses Design, weder um die Vorbereitung noch irgendwas drumherum. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, wir legen einfach mal los. Ich habe meine Nägel wieder vorbereitet, den Aufbau modelliert und dann angebuffert. Dann nehme ich meine erste Farbe, ein Hellblau, die Nummer 620 von Cani Nail Art. Das trage ich einfach mit einem dünnen Pinsel auf meinen kompletten Nagel auf, und zwar auf Zeigefinger und Mittelfinger. Ja, versuche einfach die Farbe gleichmäßig zu verteilen, dass keine dunklen Schatten oder Hubbel oder sowas entstehen, und komme dann zur nächsten Farbe. Das ist der Shellac von Belen, die Nummer 90625, und den tupfe ich jetzt auf meinem Mittelfinger einfach in der Mitte auf. Da müsst ihr gucken, dass ihr nicht zu viel und nicht zu wenig nehmt, und natürlich das untere Gel. Das Hellblau ist nicht ausgehärtet, das ist noch flüssig. Dann nehme ich mir ein Swirl und ja, mache einfach so kreisende, schlängelnde Bewegungen und vereine die beiden Farben. Nehme mir immer wieder Farbe nach, hier zum Beispiel das Helle, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich viel zu viel Dunkles hatte. Und ja, verzwirl das da so, nehme mir immer wieder Farbe nach, wie gesagt, und mache das einfach so lange, bis ich zufrieden bin. Beim Zeigefinger habt ihr gesehen, ist mir ein bisschen Farbe raufgekommen, ist aber alles halb so schlimm. Ich nehme mir nochmal das Hellblau. Es ist immer noch nichts ausgehärtet. Trage das Hellblau am hinteren Ende meines Nagels auf. Da möchte ich nämlich, dass es ein wenig heller bleibt. Und trage mir jetzt nur ein Tupfer Dunkelblau auf meine Spitze auf. Denn jetzt kommt so ein Farbverlauf, kann man sagen. Aber eben kein wirklich gleichmäßiger, sodass man die Kanten nicht sieht, sondern auch wieder mit diesen kreisenden Bewegungen. Also man soll schon noch sehen, dass es ja so Schlängellinien und so sind, aber eben trotzdem keine harte Kante sein, sondern wie ein Ombre-Look, nur strukturierter, kann man sagen. Wenn die beiden Finger fertig sind und ihr zufrieden seid, könnt ihr die zum Beispiel auch jetzt erstmal 2 Minuten aushärten. Dann kommen wir nämlich zum Ringfinger. Hier mache ich es genau umgekehrt. Ich nehme erst meine dunkle Farbe. Das ist auch genau dieselbe, die ich zum Tupfen benutzt habe. Trage es erst ganz ordentlich eine Schicht auf, damit ich auch schön an den Rand arbeite und keine komischen Wellen da entstehen. Nehme mir jetzt im Gegenzug die helle Farbe und verteile sie jetzt erst auf meinem Finger. Ihr seht, mit der hellen Farbe muss ich öfter mal reingehen, weil ja, das Dunkel ist natürlich dominierend und viel stärker pigmentiert. Ist aber nicht so schlimm, ich mache das einfach wieder so lange, bis ich zufrieden bin, bis ich meine Form und mein Muster habe, und gehe dann zum nächsten Finger. Das ist der kleine Finger, und hier mache ich das jetzt genau von den Farben umgedreht wie auf dem Zeigefinger. Unten dunkel und die Spitze hell. Dafür nehme ich jetzt auch wieder erst meine dunkle Farbe, wie beim Ringfinger schon. Trage sie hinten am Nagel auf. Lass es nach vorne ein bisschen dünner weglaufen. Hier nehme ich nämlich jetzt meine helle Farbe. Trage erstmal einen ordentlichen Klecks, einen richtig fetten Klecks auf meine Spitze auf. Und ziehe es dann wieder in kreisenden und welligen Bewegungen zum hinteren Ende hin. Nehme mir immer mal wieder helle Farbe nach, immer mal wieder dunkle Farbe nach, so dass es eben schön gleichmäßig verläuft und ich aber trotzdem diesen Marmoreffekt habe.
Und wenn das auch geschafft ist, kommt es natürlich zum Aushärten in die Lampe. Ich mache es lieber 4 Minuten, damit es wirklich komplett durchgehärtet ist. Und ja, dann kommen wir zum Versiegler. Das ist der Velvet Matte Gel Versiegler von Alex Beauty Concept, die Nummer 19995. Alle Produkte sind auch wieder in der Infobox. Und den trage ich jetzt auf das ausgehärtete Farbgel auf. Wenn ihr zu viele Hubbel drin habt, könnt ihr auch nochmal vorsichtig mit einem Buffer drüber gehen und das erstmal gleichmäßig buffern. Meine Nägel sind jetzt aber schon gleichmäßig gewesen, da sind jetzt keine Kanten oder Ecken drin gewesen. Deswegen habe ich jetzt einfach den Versiegler aufgetragen, schön gleichmäßig natürlich, auf alle Finger gleichzeitig, weil ich einfach nicht so viel nehme, dass es in die Ränder läuft, aber natürlich auch nicht zu wenig nehmen. Und jetzt lege ich noch Nail Art in meine Nägel ein. Strasssteine, ja, solche Diamanten, dann so eine umrandeten bunten Perlen und noch kleine Goldnieten, kann man sagen, nehme ich. Ich nehme mein Swirl, wo ich Wachs drum gemacht habe. Das ist so ein richtiger Nail Art Stiftwachs. Alles in der Infobox. Nehme damit jetzt einfach meine Perlen, meine Nieten, meine Strasssteine auf und verteile es so auf meinem Fingernagel, wie ich es möchte, wie es mir gefällt. Ja, und lasse das Versiegelungsgel danach dann 4 Minuten aushärten. Und am Ende sehen die Nägel dann so aus. Das Versiegelungsgel ist natürlich ein seidenmattes Gel. Das heißt, es ist nicht so richtig heftig krass matt, sondern hat noch so einen, ja, leichten, weichen Mattton irgendwie. Ihr seht ja, was ich meine. Ja, das ist das Ergebnis. Man sieht ganz klar beide Farben. Ihr seht jetzt auch auf dem kleinen Finger und auf dem Zeigefinger, was ich gemeint habe mit verlaufen, aber eben, dass man noch sieht, dass es so gekreiselt und gewellt ist. Ja, ich hoffe natürlich, euch gefallen sie wieder. Ihr lasst mir gerne ein Feedback mit einem Daumen nach oben da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann!